Ja, guten Morgen. Ich werde versuchen, mich kurz zu halten, denn meine Präsentation hat schon einige Seiten. Ich denke aber, es macht Sinn, dass ich noch kurz ein bisschen weiterfasse, und zwar, damit ihr auch wisst, worüber ich heute rede. Es war ja eigentlich geplant, dass wir unten sind im Raum, wo meine Bilder tatsächlich auch hängen. Das sind wir jetzt aber nicht, aber der Raum ist natürlich auch super. Und der untere Raum wäre im Gastronomiebereich gewesen, also im Restaurant, das auch zum Hotel dazugehört, aber vom Stil her so ein bisschen sich trotzdem abhebt. Es ist aber trotzdem alles eins. Und genau dort ist eigentlich eine Serie von 7 Bildern, die ich gemalt habe. Und im Hotel in der Lobby, das habt ihr nämlich an alle gesehen, ist dann das große Bild. Und ich werde heute eigentlich einen Einblick geben, wie diese Bilder entstanden sind, vom Briefing bis ja, zum Endprodukt oder zum Endwerk. Und werde mich hauptsächlich auf das Bild im Gastronomie-Teil beziehen, weil das dort ja ziemlich, wie sagen wir mal, nicht so geradlinig verlaufen ist. Das ist ein spannender Prozess, wahrscheinlich auch für euch zum Schauen. Und gehe natürlich auch auf das Bild in der Lobby ein. Aber eher dann so am Rand. Also. Genau. Ich habe aufgelistet, was bedeutet es für mich Design, also wie geht mein Prozess, wenn ich an ein Projekt gehe. Und es ist sehr unterschiedlich. Es gibt so verschiedene Faktoren, die einen Einfluss haben. Das ist so grob gesagt, das ist das Briefing, also was bekomme ich für Inhalte, für Anforderungen, für Wünsche. Ich gehe dann nachher noch ein bisschen genau drauf ein, auf das Thema Briefing. Das ist so der Ablauf. Dann folgt eigentlich eine Recherche von mir. Ich sage jetzt mal so, wie es allgemein läuft und dann wie es mit diesem Projekt gelaufen ist. Also dann folgt die Recherche. Währenddem oder danach halte ich schon erste Ideen fest, entweder als Skizzen oder schriftlich. Ich mache sehr viel auf meinem iPad, aber trotzdem noch so halb analog gezeichnet oder dann auf ein Papier, was ich halt gerade habe. Ich habe auch schon geträumt von einem Logo und ich bin aufgewacht um 2 Uhr morgens, habe es schnell aufskizziert und das ist jetzt das Logo von Matt & Ellie, vielleicht kennt ihr es, das ist ein Restaurant in Basel. genau, also dann halte ich erste Ideen fest. Danach kommt eigentlich eine Grobskizze und die segne ich ab mit dem Kunden. Darauf folgt dann vielleicht mit 1-2 Korrekturrunden oder auch nicht die das ist die Ausarbeitung, eine Feinskizze, wo wiederum das Feedback abgeholt wird, dass ich das dann so 1-1 umsetzen kann. Die ist manchmal farbig oder auch nicht. Jetzt habe ich noch Farbversionen Vorschlag gemacht, falls es wichtig ist, dass man verschiedene Farbversionen testet. Manchmal bin ich aber auch frei und ich weiß, ich kann einfach machen. Und dann folgt die Umsetzung. Genau, was jetzt das vom Briefing her, habe ich schon gesagt, da gehe ich näher drauf ein. Was für mich wichtig ist und das wirklich das Design oder die Ideenfindung sehr beeinflusst, ist, wie gesagt, wie ist der Inhalt? Wie viel Zeit habe ich, bis es stehen muss? Also einerseits, bis es stehen muss, andererseits, wie ist das Budget? Das hat dann auch wieder mit der Zeit zu tun. Manchmal ist mir das aber auch egal. Ich mache es einfach so, bis ich finde, das ist super. genau, also meistens, wenn es meine Zeit erlaubt. Genau, beim Inhalt, wie frei bin ich? Also sind schon ganz konkrete Vorstellungen oder ist es eher so eine Richtung und ich bin frei? Wann soll das Projekt stehen und wie viel Zeit darf es in Anspruch nehmen? Jetzt beim Merthof hat es auch so angefangen. ich habe ein Briefing bekommen. Das habe ich noch nie so öffentlich erzählt. das hat geheißen, ja, wir wollen das Thema Bohemia, so heißt ja das Restaurant, dass das in den Bildern sichtbar wird. Es gibt ja schon ein Restaurant in Zürich,
Die haben auch ein großes Wandbild. Das ist einfach eines. Das hat ein Künstler aus Zürich gemacht. Und ich habe da beim Briefing schon gemerkt, die eine Person wollte, dass es in die Richtung geht. Die anderen haben gesagt, ich bin frei. Also ich wusste schon, okay, so ganz frei bin ich nicht. Aber die Richtung war schon mal klar. Dann habe ich Recherche natürlich wieder gemacht. So, da stimmt der Ablauf wieder. Ideen festgehalten, habe dann eine Grobskizze, also zwei völlig verschiedene Grobskizzen gemacht, die ich euch dann anschließend alle zeigen werde. Und habe das gezeigt und die Architekten fanden es super, wir geben das mal so weiter. Und dann wurde es aber nicht verstanden. Das heißt, ich habe eigentlich den ganzen Prozess zweimal gemacht und habe dann beim zweiten Mal ein Briefing bekommen, wo die Personen, die schlussendlich entscheiden, genauer sagten, was sie sich denn wünschen. Ja, das war wichtig für mich, weil es ist einfach gesagt, ja, mach mal, aber man erhofft sich etwas, dann weiß ich lieber von Anfang an, was es braucht. Und genau da werde ich dann die neue Skizze auch zeigen, also da, und was dann die Anforderungen waren. Also ich habe eigentlich den ersten, den rosaroten Teil zweimal gemacht und danach verlief es auch ganz planmäßig. Genau, also ich zeige euch einfach, welche, so dass ihr einen Einblick habt, was meine Recherche angeht. Also ich habe mich zuerst auch mit dem, ich habe jede Pläne bekommen, Visualisierungen, Materialien, das habe ich alles angefordert, Farben von den geplanten Textilien, Möbel, Tapeten, alles. Also ich habe alle Unterlagen bekommen. Es war damals aber noch nicht so definitiv, das war nämlich vor einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, das war etwa im September, ja, fast ein Jahr, gut ein Jahr. Und das Thema von dem Hotel, auch wenn das Gebäude etwas älter ist, ist Art Deco. Also man spürt es natürlich, es ist sehr schön umgesetzt, in allen Elementen sehr modern auch, aber trotzdem spürt man es gut, auch im Restaurant. Und es war für mich auch klar, das muss so auch in diesen Bildern spürbar sein. Ich habe mich dann, ich habe jenste Bilder gesammelt, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt davon. Also zum Beispiel habe geschaut, was sind für Künstler da damals aktiv gewesen um die Jahrhundertwende. Das ist zum Beispiel Tamara Dell'Empicca ganz links oder Henri Matisse, den ich sehr mag. Und ich habe geschaut, was sind denn das für Bohemians, also was gibt es da für Figuren, für wichtige Persönlichkeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, aber Fujita ist damals, ja, war ein Name. Und genau, habe geschaut, was waren da für Möbel, was hat man für Möbel gebaut, wie hat der Schmuck ausgesehen. Einfach so eine Sammlung gemacht, Muster, sehr wichtig, das habt ihr beim Eingang schon gesehen. Genau, habe ich einfach für mich so ein, das habe ich jetzt so ein bisschen wild platziert. Das war auch für den Kunden zum Sehen, in welcher Welt bewegen wir uns. Und auf das hin habe ich dann meine erste Skizze gemacht. Sie ist jetzt ein bisschen klein, weil das ist das lange Bild. Ich hoffe, man kann es sehen von hinten. Meine erste Idee war, es ist ja wie ein... eigentlich war die Idee von den Architekten, dass man dort wie in aus einer Tram Fenster hat. Dann dachte ich, also gut, wir sind in einem Raum, es hat nicht viele Pflanzen, zumindest nicht auf den Visualisierungen. Wir schauen durch diese Fenster nach draußen auf die Terrasse. Also das ist meine Idee. Das will den Raum erweitern, aber mit Außenraum und habe so diese Balkonszene mit vielen Pflanzen und halt so einzelnen Figuren dargestellt, ganz einfach. Und was auch noch wichtig war, das Thema Basel irgendwie zu integrieren. Und im Briefing stand noch, das war auch sehr wichtig, sorry, es war so viel passiert, vielleicht kommt mir dann so etwas nachher im Sinn. Im Briefing ist gestanden, so übers Restaurant, sind alle Menschen willkommen, auch bunte Vögel. Da dachte ich, okay, ich liebe Tiere, das nehme ich als Aufhänger. Und was sind für Vögel typisch in Basel? Es ist das Basler Dübli. Es ist auch der schwarze Hahn, der das Ei gelegt hat und daraus ist dann der Basilisk geschlüpft.
und wir haben aber auch Pfauen im Zoo und so weiter. Und ich habe gedacht, also ich nehme so ein paar typische Vögel auf. Wenn man weiß, wenn man den Bezug kennt, dann ist es spannend und sonst ist es auch einfach so schön. habe das dann hier integriert, auch Elemente von Mattis übernommen, so in meinen Stil. Und ja, habe noch eine Farbversion davon gemacht. Genau, das ist, ja, vor der Farbversion habe ich mir überlegt, welche Farben passen. Auch zu den Möbeln, die gewählt worden sind, zu den, eben diese Farbpalette, die ich genommen habe. Habe noch ein paar Akzentfarben genommen, damit es dann halt doch heraussticht, weil sonst geht es unter. Und habe dann die Skizze mal so ganz rudimentär eingefärbt, um zu zeigen. Jetzt habe ich da den Ausschnitt vergrößert, da sieht man es ein bisschen besser. Und eben wie gesagt, den Innenarchitekten hat das sehr gut gefallen. Aber ich denke, die entscheidenden Personen konnten sich noch nicht vorstellen, wie das denn aussehen würde. Und sie haben sich einen Innenraum gewünscht. Und noch mehr Tiefe und mehr Personen. Und ja, ich habe mich aber bei dieser Skizze auch ein bisschen an das Budget gehalten. Ich wusste, wie viel Zeit brauche ich, um dann das umzusetzen. Auch in dem Rahmen, der erwünscht war, das Bild abzuschließen. Das wurde dann nachher viel komplizierter. Aber auch sehr spannend vom ganzen Prozess. Das heißt, ich habe das eigentlich... genau, das war noch den zweiten Vorschlag. Da habe ich wirklich komplett etwas anderes angedacht mit Mustern, großflächig eigentlich, so wie das Bild in der Lobby. Und, also ähnlich zumindest, viel großzügiger dafür mit diesen Mustern hätte ich da ein Bild gemalt. Jedenfalls musste ich das, also durfte ich, also habe ich das alles nochmals überarbeitet. Ah genau, und das war eigentlich der erste, also die ersten zwei Richtungen Vorschläge für das Lobbybild. Ich wusste aber dort noch nicht, wo das genau hängt. Und es war dann, zuerst haben sie sich für dieses entschieden, das rechte. Und das Feedback war dann aber nach so ein, zwei Wochen, dass es ein bisschen zu viel ist, dass es reduziert werden soll. Und darauf habe ich dann dort auch nochmals, eigentlich mit dem Neuanfang vom anderen Bild, habe ich das gleich alles nochmals neu konzipiert. genau, was ich beim neuen Briefing bekommen habe, war, es soll mehr Raumtiefe haben, also man soll einen Innenraum sehen. Verschiedene Ebenen, wie beim Bild, das in Zürich schon war, das hat dieser einen Person sehr gut gefallen. Und das wollte er unbedingt auch sehen. Es sollen mehr Figuren haben, sie sollen so ein bisschen verruchter sein. Und der Hintergrund soll dunkel sein, dass sich die Figuren gut abheben. Und jetzt, wenn man nachher das Bild anschaut, sieht man vielleicht auch diese, es ist ein bisschen anders, warum ich was so gemacht habe. Genau, daraufhin habe ich dann diese Skizze gemacht. Ich glaube, ich habe die einzelnen Stationen. Oh nein, sorry. Das ist jetzt eigentlich das, was unten hängt, einfach in ganz noch rudimentär, aber so hab ich es dann umgesetzt. Das habe ich dann gezeigt, das war Ende letztes Jahr und genau der Wunsch war noch, dass ich einfach eine Szene ausarbeite, damit Sie sich vorstellen können, wie das dann aussieht, wenn es gemalt ist. Und daraufhin habe ich diese zwei Bilder herausgepickt und habe das einfach schon mal so visualisiert. Also jetzt auch noch nicht, das ist auch noch ein bisschen detaillierter, das Nashorn hat noch mehr Falten und so, aber damit Sie sehen, wie sieht es dann aus, wenn es gemalt ist. Und da seht ihr auch, ich habe zum Beispiel diese Art Deco-Muster habe ich in dieses Bild schon einfließen lassen und eher dezent oder im Hintergrund und im Bild in der Lobby sind sie dann sehr präsent. Und das war auch gewollt, also es war wichtig, diesen Bezug zu haben. Auch wenn der Wunsch war einerseits, es sollen zwei verschiedene Kunstwerke sein, aber sie sollen trotzdem einen Zusammenhang haben. Ist es natürlich schon gegeben, weil ich ja dieselbe Person bin, die sie malt. Aber auch, dass es trotzdem anders ist, aber irgendwie eine Verbindung schafft. Genau, und das sind diese Muster sehr wichtig. Und natürlich auch für die ganze Art Deco, den Bezug zum Thema Art Deco zu schaffen.
Das wurde dann so gewählt, außer die Szene mit dem Nashorn. Ich muss noch sagen, bei diesem siebenteiligen Bild haben sehr viele Leute waren beteiligt und konnten mitreden. Das macht es natürlich nicht immer einfacher. Und das Nashorn, das war so, hat irgendwie für Diskussion gesorgt. Dann wollten sie noch mehr Vorschläge haben. Genau, und dann habe ich einfach auf Skizzenbasis ganz einfach so verschiedene Tiere oder auch die Hand mit der Gabel, einfach verschiedene Alternativen gewählt und am Schluss fanden sie doch, das Nashorn ist, das soll das Nashorn sein. War aber spannend, so, ja, es war wirklich ein intensiver Prozess. Genau, und dann habe ich als nächstes Farbversion gemacht. Und das war dann eigentlich meine Vorlage fürs Bild. Und ich habe zwei gemacht. Ich glaube, ich habe jetzt hier nur eine gezeigt. Ich habe zwei Farbversionen gemacht, weil das der Wunsch war. Aber ich durfte dann vom Kunden her auswählen, welche ich umsetzen möchte. Und habe mich dann für diese entschieden. Die andere ist nur leicht unterschiedlich. So. Zum Teil sind die blauen Elemente rot und umgekehrt. Und dann war eigentlich der Zeitpunkt, wo ich dann mit der Umsetzung von meinem Design in die Malarbeit eingestiegen bin. Genau, jetzt habe ich die Skizzen nochmals vergrößert und dann nachher die Bilder, wie sie gemalt sind. Dazwischen habe ich aber noch das Lobbybild. Das war dann meine Skizze fürs Lobbybild. Da habe ich an dieser Sitzung einfach das gezeigt. Es hat noch ein paar Varianten. Wenn ihr wollt, kann ich die auch noch zeigen. Ich muss sie einfach auf meinem Bildschirm noch suchen. Aber die Frau war immer gleich und mit den Mustern gab es einfach so ein paar Farbvarianten. Ich habe gesagt, das finde ich am besten. Ich habe es auch visualisiert in den Plan, den ich bekommen habe. Und sie haben es genommen und das war es wirklich, es waren viel weniger Personen. Es war obwohl es das gleiche Hotel ist, waren es wie zwei verschiedene Arbeitsweisen. Und da wusste ich, okay, das, ich kann einfach machen. Jetzt habe ich noch die Bilder, wie sie dann gemalt sind unten, wo wir eigentlich daneben gesessen wären, aber die kann man auch anschauen gehen, oder, nachher? Genau, also wer noch nicht drin war, jetzt beim Kommen, ihr könnt, wenn er nachher runtergeht, da auf jeden Fall noch reinschauen. Das haben wir organisiert, dass das möglich ist. Also das war die Skizze, so. Und das ist jetzt einfach derselbe Ausschnitt gemalt. Wenn man genau hinschaut, kann man auch so ein paar Details erkennen, die ich extra eingebaut habe. Der Kunde wusste dann zum Beispiel von diesem Tattoo nichts, hat sich auch nicht beklagt. Oder da hinten hat die eine Frau ein Holzbein oder sie hat zerrissene Strümpfe. Ja, es gibt so kleine Details, die ich eingebaut habe. Und währenddem ich das am Malen war, dachte ich, ich lade die, also der Hotelbesitzer, Martin, ich sage immer Martin, das weiß ich nicht, von Bertrap, ist dann persönlich gekommen. Wir haben das dann wir zu zweit gemacht. Das war dann auch wieder einfacher, als ich dann umgesetzt habe. Und dann hat er mir gesagt, ja, aber ich hatte diese Frau da gemalt. Ja, haben die dann alle so Fratzen? Ich so, das war explizit in einem E-Mail so erwünscht. Ich so, ich dachte, ihr wolltet das so, aber ich würde jetzt nicht alle so machen, einfach ein paar, weil es entspricht nicht so, ja, meinem Stil, aber ich dachte, ich gehe darauf ein. Und da hat er gesagt, nein, bitte schau, dass die anderen, dass sie freundlich sind und nett. Und ja, es war wirklich, ich wusste zum Teil nicht, woran ich bin. Und ja, machen wir. Oh. Und beim Bild in der Lobby war es ganz anders. Da konnte ich einfach, ja, da konnte ich mich mehr entfalten als bei diesem hier. Aber es war dafür ein sehr spannender Prozess, den ich so, wenn man mir gesagt hätte, mach mal, hätte ich es anders gemacht. Und so habe ich auch sehr viel dazugelernt. Ja, genau. Und da auf der linken Seite habe ich noch eine Figur. Das ist dieser Fujita. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist japanisch. Und seine, was habe ich den Namen vergessen? Auch eine Figur aus dieser Zeit habe ich integriert. Jemand hat es gemerkt. Ich habe das nicht so öffentlich gesagt. Es war einfach meine mein Approach, dass ich auch Figuren noch nehme, die es damals wirklich gegeben hat. Oder
Diese zwei Figuren hat Henri Matisse ein Bild gemalt. Ich habe sie dann natürlich abgeändert, aber die sitzen auch genau so auf einem Sofa da. Und die Pflanzen im Vordergrund sind auch von ihm inspiriert. Auch so das Gesicht, das, dieses große Gesicht ist auch wieder von ein bisschen so vom Malstil von Tamara de Lempicka inspiriert. Ist natürlich, wenn ich es male, ist immer in meinem Stil. Ich ändere das danach ab. Ich würde es nicht, hätte keinen Spaß, wenn ich einfach etwas kopiere. Aber so, dass es wirklich auch diese Zeit aufnimmt. Nicht nur in dem, was abgebildet ist, sondern auch in der Weise, wie es gemalt ist. Oder auch diese, wie nennt man das, so ein Raumteiler, den habe ich da wirklich gefunden aus dieser Zeit und habe ihn dann ungefähr so auch übernommen für dieses Bild. Genau, und das ist dann auch das mit dem Nashorn. Und das Lobbybild, oh, ah, habe ich das? Das Lobbybild ist nicht drin, egal, das sieht man ja unten. Wie lange habe ich geredet? Ich habe keine Zeit, keine Ahnung von der Zeit. Ah, okay, super. Jetzt habe ich viel geredet. Vielleicht habe ich noch irgendwie etwas nicht gesagt, das euch interessiert hat. Habt ihr, ist eine Frage aufgetaucht? Oder wollt ihr etwas noch wissen? Ja. Also das Sujet übertragen, ja, meinst du? Also bei diesem hier habe ich es mit dem Beamer gemacht, damit ich wirklich die Verhältnisse habe und die Platten waren dann noch ein bisschen größer als eigentlich abgemacht und dann wusste ich, konnte ich es richtig platzieren. Also ich mache aber zum Teil auch Freihand oder mit Raster alles. Also, aber bei dem wollte ich wirklich, dass es so wird, wie der Kunde es gesehen hat. Und wenn ich es jetzt Freihand gemacht hätte, hätte ich einfach dreimal so lang dran gehabt. Und es war dann auch ein bisschen eine Umsetzungszeitfrage. Ja? Wenn das Hotel dir gehören würde, was würdest du da malen? Also das Bild in der Lobby finde ich so. Also ich finde das auch gut. Aber ich frage mich jetzt, was hätte ich gemalt, wenn ich jetzt noch den Auftrag ganz frisch bekommen hätte? Ich glaube, ich wäre mehr auch in die moderne Welt noch, also ich hätte noch Bezug gemacht zu der heutigen Zeit. Also ich hätte wie ein Merch gemacht, dass man zum Beispiel auch mal einen Kopfhörer sieht oder ein Handy. Aber das ist einfach, darum habe ich ja das Tattoo wenigstens noch integriert. Aber ich glaube, ich hätte ein bisschen noch mehr die Thema Traumwelt aufgenommen. Mein allererster Plan, als ich den Auftrag bekommen habe, war, es sollte aber ein zusammenhängendes Bild geben, darum ging das nicht. Aber es war eigentlich die Idee, dass ich verschiedene Personen nehme, die es heute geben könnte, aber auf die Bohemians gekleidet, auch so dieser Flair, aber zum Beispiel von alle Ethnien, alle möglichen Personen und dann Porträts mache von diesen Menschen. So Ganzkörperporträts mit vielleicht auch noch mit Tieren, Pflanzen und so. Das wäre eigentlich meine erste Idee gewesen. Und dann mit dem zusammenhängenden Bild dieser Balkonszene hat mir schon sehr gut gefallen. Ja. Aber ich muss sagen, jetzt, wenn ich es so sehe, finde ich es auch gut. Es passt sehr gut in diesen Raum hinein. Ja. Du hast jetzt diesen faszinierenden Entstehungsprozess mehr oder weniger gesagt, ist ein Kompromiss, was am Ende unten in der Lobby hängt. Also kannst du dich als Künstlerin dennoch mit dem, was jetzt geschehen ist, identifizieren? Mhm. Oder würdest du sogar sagen, weil mehr Ideen reingeflossen sind, dass es unter Umständen wertvoller ist in der künstlerischen Ausdrucksweise? Ja, das würde ich schon so sagen. Also identifizieren auf jeden Fall. Ich habe ja, also mir war es auch wichtig, als ich dann diese zweite Skizze gemacht habe, dass ich auch noch drin bin. Ich habe zum Beispiel, ich liebe so Größenverhältnisse, die verdreht sind oder der Kopf mit dem der Wildschweinkopf oder einfach so Szenen, die man nicht fotografieren kann. So diese Traum, weil das heißt auch, das habe ich gar nicht gesagt, das Bild, unten habe ich den Titel gegeben, Bohemian Dream. Also wie sie das Träumerische das einlädt, zum einfach noch ein weiter
ja, weiterdenken oder eintauchen, das ist schon wichtig. Ich denke, ich habe es dann so nach meinem Anspruch auch gut mit diesen Kundenwünschen verbinden können und trotzdem mein eigenes draus gemacht. Hat das die Frage beantwortet? Also, darf ich eine Anschlussfrage stellen? Ja. Wäre die Diskussion weitergegangen, hättet ihr nicht eine Teilnahme gehabt, die einhalten musste? Wie? Sorry? Hättet ihr noch weiter diskutiert? Hätte es noch weitere Veränderungen gegeben? Oder waren die tatsächlich zufrieden und sagten, ja, jetzt ist gut? Oder sagen sie, okay, wir müssen vorwärts machen, wir haben eine Eröffnung im Sommer mal, fangen jetzt an zu malen? Nein, sowas schon nicht. Der dazu zur Fertigstellung führte? Nein, es war wirklich so, dass alle, die eigentlich da im Boot waren, wollten sagen, doch, das, wir sind jetzt alle damit einverstanden. Und sie haben gesagt, es ist egal, wie lange das geht. Also ich habe auch im September angefangen und dann wusste ich Ende Januar, ob jetzt das so gut ist. Und ich habe es aber im Dezember präsentiert. Also und mit diese Szene mit dem Nashorn habe ich dann auch in der Zwischenzeit nochmals gezeigt. Und das war nicht das Einzige, was dort noch eben für Diskussion gesorgt hat. Aber dort war es wirklich abgeschlossen. Es haben alle eigentlich gesagt, doch, wir wollen genau das. Jetzt kannst du, ja, nach der Farbskizze, jetzt kannst du es so umsetzen. Aber sie waren immer alle involviert. Das, ja, hat natürlich den Prozess ein bisschen in die Länge gezogen. Vorher war es noch, ja. Es ist ja eine Wandmalerei und ich habe jetzt gedacht, dass du direkt auf die Wand auch, wirklich auf die Wand gemalt hast, aber es ist dann schon bei dir im Atelier entstanden und dann als Element sozusagen dann wie auf die Wand aufgesetzt worden. Ja, genau. Also es wäre da auch gar nicht anders möglich gewesen, weil es war eine Riesenbaustelle und das wäre nicht gegangen. Also es wäre alles voll von Staub gewesen. Das war sowieso von Anfang an gar keine Option. Ich habe das eigentlich auch gedacht. Ich wusste damals, als ich den Auftrag bekommen habe, noch nicht, wie das Timing ist mit der Baustelle. Wussten sie ja selber auch nicht, dass es am Schluss dann so knapp wurde. Und da muss man dann auch anders planen. Also ich male schon auf die Wand, aber dann ist das Gebäude schon fertig. Ja, oder die Mauer ist alt und man kann einfach draufmalen, bevor sie abgerissen wird. Ja. Ich habe dafür dann extra ein Atelier gemietet, weil das waren sehr große Bilder, so 4 Meter am Stück. Und hatte Glück, dass ich so ein leerstehendes, noch unverbautes Büro, also es war noch eigentlich im Rohbau, so eine große Fläche, dann haben konnte. Und da konnte ich immer alle Bilder auf einen Blick sehen. Also ich habe dann alles so aufgestellt. Das war, ja, war schon genial. Ja. Weißt du, wie viele Stunden es gebraucht hat, bis die Bilder dann wirklich umgesetzt waren? Also ab dem Okay zur Skizze, dann ist das Umsetzen auch groß. Also ich habe es nicht mehr aufgeschrieben, weil das hätte mich nur gestresst. Ich habe immer Donnerstag und Freitag und zum Teil auch noch am Wochenende dran gearbeitet. Dann auch nicht immer 8 Stunden, aber zum Teil waren es auch 10 Stunden oder manchmal nur 6. Oder ich habe es dann nicht mehr aufgeschrieben, weil ich dachte, das bringt es nicht. Ich weiß sowieso, das ist das Budget und ich möchte das so gut, wie es geht, dass ich damit wirklich zufrieden bin. Ja. Deshalb habe ich nicht mehr geschaut. Aber ich habe im März angefangen und im Juni war es fertig. Also dazwischen hatte ich noch andere Projekte, aber ich hatte eigentlich immer diese beiden Tage reserviert, plus minus. So. Und das Große auch noch. Ja. Wenn ihr durchs Restaurant läuft, gibt es noch eine Säule. Das war auch noch lustig, die habe ich dann auch noch bekommen. Die hat auch wieder diese Muster. Deko-Muster und eigentlich war es nur gedacht, dass die Muster drauf hatten, sonst nicht, dass es so ganz dezent bemalt ist. Und wir mussten das zweimal machen, weil die Tapete war das erste Mal so hässlich aufgezogen, dass wir sagten, das könnt ihr nicht so lassen, es hat so Blattern. Ich habe es aber alles schon angemalt und dann habe ich gesagt, wenn ich es nochmals mache, komm, dann malen wir doch noch etwas drauf. und hatte dann den Vorschlag gebracht, dass wir dort diese Vögel nochmals integrieren, die auf den Bildern vorkommen.
auf beiden, also auf dem Lobbybild und den anderen, also nicht alle, aber zum Beispiel das Basel, der Basel-Label ist nochmals drauf, auch gerade in die Richtung, wo dann das, der Briefkasten ist, und der, ein Fischreiher und der Wiedehopf vom großen Bild. Also das ist dann auch nochmals das Verbindungsglied zum, zwischen diesen beiden Bildern. Das ist aber erst im September habe ich das dann gemalt. Das ist noch nicht so alt. Also beides noch. Ja. Tipptopp. Ich hätte noch eine letzte Frage. Sorry. Also machen wir noch zwei letzte Fragen und dann tipptopp. Bei dem nächsten solchen ähnlichen Projekt, vielleicht auch von der Dimension her oder so, und du hast wieder so viele Personen, die beim Briefing dann sagen, ich hätte gerne das und dies und jenes, würdest du dir die Freiheit nehmen zu sagen, also bei der Entscheidungsfindung hätte ich gerne, dass ihr maximal drei Personen seid, die dann mit mir das Ganze finden? Oder würdest du wieder sagen, ja, alle nur rein? Nein. Nein, das war ein. Ja. Das war auch das erste Mal, dass es wirklich so viele Leute waren. Und ich wusste das gar nicht. Das war nicht kommuniziert von Anfang an. Aber das würde ich dann schon also von Anfang an sagen: Wir machen da dies, also drei Personen Maximum, die dann das wirklich absägen, weil es bringt gar nicht, wenn so viele Personen mitreden. Ja. Und ich habe dann auch irgendwann da beim Prozess gesagt: Vertraut mir. Ich habe mich gefragt. Und dann hat Martin dann, ja, konnte ein bisschen loslassen und jetzt sind die Feedbacks so gut, ja, im Nachhinein ist man dann immer schlauer. Aber ja, auf jeden Fall würde ich das dann anders haben. Andrea, letzte Frage. Mich würde noch interessieren, der Unterschied jetzt in so einen Raum dann mit zu gestalten, ist dann nochmal was anderes als jetzt, wenn du was illustrierst für eine Werbekampagne oder also vergängliche erscheinen, aber dann ja auch wieder wechseln, wenn eine Kampagne dann zu Ende ist. Aber ich meine, dieser Raum, der ist ja jetzt erstmal da. Also hast du dich damit irgendwie auch nochmal so wie, oder wenn du es vielleicht vorher auch schon mal gemacht hast, irgendwie neu und anders damit beschäftigt? Also was macht es wirklich so vom Gefühl und vom Sinnlichen dann als Mensch in diesem Raum dann mit deinen Bildern? Ja, also für mich war es schon, ich habe ja auch lange Zeit in einer Werbeagentur gearbeitet und irgendwann hatte ich so satt, diese einfach so. Man sieht es zwei Wochen, es ist wieder weg und ja, auch die Botschaften, die man da reinpacken muss, aber das ist ein anderes Thema. und für mich war es schon immer ein großer Wunsch, dass mal etwas wirklich länger bleibt, nicht einfach so kurz ist. Und ich habe da damals das Bild im Erlenmatt gemalt, das große. Habe ich selber angefragt, weil ich einfach mal damit starten wollte. Und dann hat sich das so aufgebaut eigentlich, konnte ich immer mehr machen. Das hat natürlich schon eine ganz andere Bedeutung, auch wenn ich an so etwas am Malen bin. Also es dauert natürlich auch viel länger, als wenn ich zum Beispiel die Kampagne von der Genusswoche, hat auch total viel Spaß gemacht, aber es ist ganz ein anderer Fokus. Für mich natürlich super toll, wenn ich weiß, das bleibt jetzt die nächsten, weiß auch nicht wie viele Jahre da unten oder an dieser Wand oder so. Ja, es ist ganz eine andere Herzensangelegenheit. Aber das heißt nicht, dass es mir nicht weniger Spaß macht, für eine Kampagne ein Visual zu kreieren. Also es kann auch total toll sein. Ja. Genau, ich habe, was beim Bild noch wichtig ist, Ubuntu Design. Ich hatte ja ein Moodboard mit Möbeln und so und dann habe ich wirklich extra auch diese Möbel hier, also zum Beispiel die Lampe. Die sehen jetzt ein bisschen anders aus, aber auf der Visualisierung, die ich bekommen habe, war es diese. Auch die Tischchen oder die Stühle oder diese Lampe, die war eigentlich mal in der Lobby angedacht. Habe ich dann auch extra so übernommen, damit man wieder den Bezug hat zum Design vom Raum, also zur Innenarchitektur. Genau. Sehr gut. Herzlichen Dank. So, ja, danke.